Leute, herzlich willkommen zu diesem besonderen Stadion-Vlog von mir. Wir fliegen nach Istanbul zum Spiel Galatasaray gegen unseren FC Bayern München. Ich bin ja gerade auch schon im Flughafen in Stuttgart. In circa 2 Stunden geht mein Flieger. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich in 3-4 Stunden einfach in der Türkei bin, dass ich zu einem Bayern-Spiel nach Istanbul fahre. Komplett surreal ist alles. Es war immer mein Traum. Mega krank. An der Stelle auch nochmal Dank an euch alle für den Support, für die Videos. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst gerne nochmal ein Like und ein Abo da. Wir gehen los in die Türkei. Let's go. Ich freue mich mega. Let's go in die Türkei nach Istanbul. Vamos! Wir sind am Flughafen angekommen. Wir sind 1 Stunde in der Zukunft. Es ist warm draußen. Es wird so viel passieren morgen und ich bin einfach glücklich, hier zu sein. Ich laufe jetzt gerade zu meinem Transfer. Das ist er auch schon. Leute, gebt euch mal dieses Auto. Ich bin hier allein unterwegs. Es ist ja geisteskrank. Wir haben hier sogar ein Sternenhimmeldach. Ich glaube, 1 Stunde. Let's go! So, hier ist mein Zimmer in diesem Hotel. Hier haben wir eine kleine Roomtour. Da ist ein Fernseher, das ist das Bett. Ich finde, das ist richtig cool gemacht, das ist chillig. Da haben wir einen kleinen Spiegel, das geht. Und da haben wir das Badezimmer. Das kostet 50 Euro für 2 Nächte. Dafür, finde ich, geht es auf jeden Fall klar. Und habe gerade noch gesehen, dass Icardi scheinbar verletzt sein soll. Ich halte das Ganze für einen Bluff. Wir werden morgen sehen, ob er spielt. Servus, guten Morgen aus Istanbul. Hinter mir seht ihr auch schon die Stadt. Gerade hier auf einer Brücke zwischen den Stadtteilen Eminönü und auf der anderen Seite Karakö. Und was direkt auffällt, sind die ganzen Moscheen überall. Da oben auf dem Berg haben wir eine, dort haben wir eine, da hinten haben wir eine relativ große. In Istanbul leben 16 Millionen Menschen, das ist ungefähr so viele wie New York. Und ganz da hinten irgendwo dürfte das Gala-Stadion sein. Ich bin auch wieder mit einem Grinsen aufgewacht. Ich finde es mega, diese Stadt ist mega. Ich habe noch nicht so viel gesehen. Da schauen wir uns gleich aber sehr viel an. Und die 3 größten Clubs hier in Istanbul sind eben Galatasaray, Beşiktaş und Fenerbahçe. Gegen Gala geht es ja heute. Sie sind hier in der Türkei der türkische Rekordmeister mit 24 Titeln. Dahinter kommt Fenerbahçe mit 19 Titeln und Beşiktaş mit 14 Titeln. Türkische Stadien sollen ja ziemlich, ziemlich laut sein. Ich glaube, die Stimmung in diesem Stadion wird geisteskrank. Ich glaube, es wird nochmal anders als alles, was ich bisher in Stadien erlebt habe. Bevor es später dann zum Stadion geht, sind noch 1, 2 coole Sachen geplant. Deswegen, let's go! Und da sehen wir den Galata-Turm. Der soll hier seit 1349 stehen. Krass. Ich bin heute auch nicht allein unterwegs, sondern mit Sandro und den Bavaria-Jungs. Und zum Frühstück haben wir uns eins dieser Boote gemietet, mit dem wir jetzt ein bisschen rumfahren werden. Das ist es, unser Boot, die Efe Kaptan. Es ist ja auch gar nicht so teuer und einfach krank. Ich freue mich. Schaut euch das an. Boah, fuck, es wackelt. Das hier ist das Boot. Ja. Da sehe ich mich. Oh, das ist krank. Diese Aussicht, dieser Tag, Wahnsinn. Danke, Ümit, fürs Organisieren. Wir fahren hier zu circa 2 Stunden rum und Istanbul liegt ja auf 2 Kontinenten. Auf der einen Seite ist die Stadt auf der europäischen Seite, auf der anderen Seite auf der asiatischen Seite, wo auch das Fenerbahçe-Stadion liegt. Und bei der Brücke da hinten kommt man von der einen auf die andere Seite. Also hier haben wir die europäische Seite, hier haben wir Karakö, den Stadtteil Karakö. Da hinten ist auch das Beşiktaş-Stadion. Und dort drüben ist die asiatische Seite mit dem Fenerbahçe-Stadion. Ich werde versuchen, mir ein Fake Ana Valencia-Trikot zu holen. Hier fahren wir auch gerade am Beşiktaş-Stadion vorbei. Es liegt direkt am Wasser, wie geil. Auch das Gebäude da sieht richtig, richtig cool aus. Geisteskrank, wie groß diese Fahne ist. Habt ihr das schon mal gesehen? Die Meerenge zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer auf der anderen Seite nennt man den Bosporus. Und die Häuser hier am Rand, egal wie runtergekommen sie aussehen, kosten 2-stellige Millionenbeträge in Dollar. Da haben wir das erste Mal das Gala-Logo heute. Und zwar ist es so eine Art Schwimmverein. Die haben hier eine eigene Insel, das ist die Galatasaray-Insel. Einfach mittendrin, mitten im Bosporus. Was ist euer Tipp heute? Ich denke, wir gewinnen 3-1. Was sagst du? 3-2. 1-4.
1-2. 2-2. Das Boot war mega krank und jetzt geht's weiter hier durch ein paar Gassen. Hier gibt's so typisch türkische Sachen. Und so sieht es hier aus, hier kann man alles kaufen. Da gibt's zum Beispiel einen Laden für solche Verzierungen. Hier haben wir Teller, einen ganzen Laden. Hier der erste Laden mit Fußballtrikots. So sieht unser zweites Trikot in der Bazar-Version aus. Und hier haben wir auch noch so typisch türkische Süßspeisen. Hier vor uns liegt der ägyptische Markt. Da gibt es ganz viele ägyptische Gewürze und so weiter. Da gehen wir als nächstes rein. Boah, schaut euch an, wie es hier drin aussieht. Es steht hier seit mehreren Jahrhunderten. Hier gibt es also ganz viele Gewürze und Süßigkeiten. Bei denen habe ich mir jetzt ein Fenner-Trikot geholt und er bedruckt es mir mit Enna Valencia. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht. Vorne haben wir auch schon einen Gala-Fan, der hat seinem Hund sogar ein Gala-Trikot angezogen. Oh, und der erste Mikadi-Trikot. Auf der Seite haben wir einen Gala-Store und direkt nebendran im Besiktas-Store. Ich habe mir hier auch wieder den Match-Schal geholt. Den werde ich wieder in diesem Video verlosen. Was ihr dafür tun müsst, schreibt mir einfach euren Spielern des Spiels heute in die Kommentare. Hashtag FCB. Im nächsten Spiel gegen Darmstadt wird der Gewinner ausgelost. Und einer von euch kann diesen Seidenschal gewinnen. Als nächstes geht's auf den Grand Bazaar. Wie man sieht, der wurde 1461 angelegt. So sieht es von innen aus. Auch wieder ganz viele Läden. Da kann man alles Mögliche kaufen. Wir sind auf 31.000 Quadratmetern, über 4.000 Geschäfte. Außerdem ist in irgendeinem James-Bond-Teil da oben auch schon mal Daniel Craig drüber gefahren. I have a YouTube channel for Germany. Can I ask you for your prediction for tonight? What do you think? How will they play tonight? I think Galatasaray 2, Bayern 0. Yes? Yes. And you? 2-1. 2-1, okay, thank you. Bayern. Thank you very much. Good luck. Good luck too. Das hier ist alles Eminönü. Und es ist gleichzeitig hier auch die größte Tupi-Zone in der Stadt. Deswegen sind hier auch nicht so viele Gala-Fans. In der Türkei ist die Fußballkultur ja komplett anders. Da hat jeder Verein quasi sein eigenes Viertel. Und bei denen im Viertel geht es auch immer mega ab. Ich kann euch hier ein paar Bilder einblenden. Und da sollte man als Fan der anderen Mannschaft vor dem Spiel auch nicht hingehen. Auf der Seite haben wir die Hagia Sophia. Boah, und man sieht auch von vorne, es sieht mega, mega prachtvoll aus. Und es war 1453, zu der Zeit war das das größte Gebäude Europas. Direkt auf der anderen Seite haben wir die Sultan Ahmed Moschee. Sie wurde 1660 eröffnet und hat eine Kapazität für 10.000 Menschen. Man erkennt sie auch an den 6 Minaretten. Von da werden die Muslime 5-mal am Tag zum Gebet gerufen. Die Katze chillt auch einfach auf der Bank. Da ist die Moschee und hier ist der Sultan Ahmed Platz und da sieht man auch schon die ganze Polizei, denn von hier werden nachher die Shuttlebusse zum Stadion fahren. Das Spiel heute wird, glaube ich, auch nicht nur wegen der Lautstärke sehr, sehr schwer. Gala aktuell sehr, sehr gut drauf. Aber man konnte am Wochenende das Derby gegen Besiktas zu Hause 2-1 gewinnen. In der Liga ist man mit 8 Siegen aus 9 Spielen und 25 von 27 Punkten aktuell auf Platz 2 hinter Fenner. Ich glaube, da wird das Derby auch noch mal geisteskrank werden, weil so knapp war es in den letzten Jahren nie. Und in der Champions League sind sie mit 4 Punkten auf Platz 2. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Dennoch glaube ich, dass wir hier heute 0-1 gewinnen werden. Bevor es gleich zum Stadion geht, bin ich jetzt hier noch in einem kleinen süßen türkischen Restaurant. Da haben wir die Speisekarte an der Wand. Ich werde wahrscheinlich oben die Köfte probieren. Ich bin mega hyped auf dieses Spiel. Ich glaube, das wird geisteskrank. Jetzt kam das Essen an. Ich habe hier 6 Köfte. Dazu Brot. Oh, ist richtig zart. Das schmeckt richtig, richtig gut. Das ist unsere Eskorte, mit der wir zum Stadion fahren. Wir sperren sogar alle Autobahnen ab, damit wir da durchkommen. Richtig krass. Hier kommen wir dann an, alle vorm Stadion mit den Shuttlebussen und da geht's dann rein. Wir sind drin, das hier ist der Weg, wie weit es hier hoch geht. Von da unten bis hier hoch kommt man dann in den Auswärtsblock rein. Ich sitze jetzt mal hier und ich habe mir den ersten Blick ins Stadion. Das ist das Stadion. Ich bin sehr, sehr, sehr auf die Stimmung heute gespannt. Hier sitzen sogar Polizisten im Block, was normalerweise nirgends so ist. Aber es ist einfach krass. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich happy, heute hier sein zu können. Einfach in Istanbul bei einem Champions-League-Spiel unseres FC Bayern. Stadion von innen, sehr, sehr cool. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Lautstärke. Packmas, wir gewinnen. Die haben nicht wirklich einen Stehplatzbereich, obwohl hier später wahrscheinlich alle stehen werden, sondern das da drüben sind auch Sitzplätze. Wir sind hier so wie da drüben quasi von da bis da im Oberrang. Wir haben 4 Blöcke und da werden dann die Spieler rauskommen. Jetzt kommen unsere Reihen, wir klatschen und die Gala-Fans pfeifen. Bayern! Bayern! Hurra! Hurra! Die Bayern, die sind da!
Es geht los und direkt Gänsehaut. Geil, das Spiel wird so geil. Wer da singt die ganze Zeit scheiß Bayern? Icardi spielt, warum war das klar? Unsere Torhüter kommen rein! Bayern! Es ist noch nicht mal ganz voll und es ist schon sehr, sehr laut. Machen halt alle mit, beide Seiten. Auf der Seite ist der Trommler von Gala da oben. Gala-Spieler kommen rein! Und jetzt kommen unsere! Jetzt geht's gleich auch endlich los. Von Gott. Oh, knapp daneben. Leroy. Oh, auch knapp daneben. Die Ansprache kommt nur auf Deutsch und sie pfeifen alle. Bei Icardi bei der Aufstellung. Wir sagen, die Lautstärke ist schon geisteskrank hier. Ole, 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 FC Bayern, ole, ole, ole. Stadion hüpft! Ist das geisteskrank! Nie gesehen! Oh, weg, weg! Ja! Schaut euch das auch an, das ganze Stadion nimmt die Hände hoch, ist das geisteskrank. Warum haben wir den Ball? Pfeift alle! Bayern München, alle! Oh, 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 oh. Bayern München, alle! Oh. Alter, ist das laut, das geht richtig auf die Ohren. Nein, was ist das? Nein, nein! Wird nicht. Ja! Wichtig, dass die Tore bei jedem Ballbesitz, das ist so krank! Wenn die wieder den Ball haben, hört es pfeifen auf. Oh, sie ist ja stark! Es geht direkt wieder ins Pfeifen über und geisteskrank laut! Ich sehe unsere Fans singen, aber ich höre sie nicht, weil es so laut ist! Wir haben den Ball, sie pfeifen! Boah! Jetzt! Boah! Ja! 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 FC Bayern München! Auf jedem Fußballplatz ein Schuss, ein Tor, die Bayern! Die Bayern! Richtig, richtig. Fans wollen den Elfmeter. Ich glaube aber, es war keiner. Jetzt ist Platz. Sie. Ach, schade. Egal, weiter. Das ist so wie ein Schießer Tor. Oh, ich glaube, das war Pfosten. Nein, Ulreich hat ihn gehalten, denn es gibt Ecke. Oh, zum Glück. Super.
Boah, stark! Stark! Wahnsinn! Jetzt! Gabilo! La 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 la! Ja! Schick ihn! Schick ihn! Oh, was war das? Es wird immer lauter und lauter. Je länger wir den Ball haben, ist es geisteskrank. Gebt euch das. Hab ich noch nie erlebt. Schala bekommt den Elfmeter für was? Icardi schießt. Verteidigt. Ja, starker Pass jetzt. Ziel. Oh. Weiter, weiter, weiter. Ja, direkt weiter. Ja, hast du. Lass dich fallen. Ja. Weiter geht's! Jetzt, Jungs, müssen wir es mal nutzen! Ja! Ach, schade, schade, egal, weiter so, weiter so! OFCB! OFCB! Jetzt! Ja, 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 ja! Schala! So lauter wird es. Jetzt setzen sich alle hin. Schala! Jetzt start! Oh.
Ball, Sané, hast du. Auf geht's, Bayern, schießt ein Tor! Schießt ein Tor! Schießt ein Tor! Ja, Tor! Auf geht's, ihr Roten! Geisteskrank laut! FC Bayern München, schießt ein Tor! Ja, ja! Boah, der kommt an, geisteskrank! Gar nichts. Ja, okay, jetzt haben wir den Ball, jetzt sind die Pfiffe zurück. Ja, jetzt spielen wir stark, ganz stark. Ja! Bist du ran? Ja! 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 Es ist hier so ruhig und wir haben die nächste Chance. Hey! Pfiffe waren auch schon mal lauter. Auch die krassen Gala-Fans verlassen ihr Stadion bei Rückstand 10 Minuten vor Schluss. Es ist komplett ruhig. Das ist das geil. Klasse. Alle! Doch, schaut euch mal die Ränge an. Die krassen Gala-Fans, Stadion, ja. Es leert sich und leert sich. Stark, stark! Pass! Pass! Alle, alle, au! Alle, alle, au! Boah, Gala! So Leute, es ist ungefähr eine halbe Stunde nach Spiel. Das ganze Stadion ist leer. Bei uns war noch Blocksperre. So langsam laufen die Leute raus. Ich muss sagen, die Stimmung hier war geisteskrank. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ungefähr 30% wirklich Anfeuern der Mannschaft ist. 70% sind einfach nur extrem geisteskrank laute Pfiffe, wenn der Gegner in dem Fall wir am Ball sind. Ich fand wirklich ein bisschen schade, dass es nach dem 1-2 ja, ziemlich ruhig wurde. Die Pfiffe waren viel leiser als sonst. Weiß ich nicht, die sind auch in der 80. Minute einfach schon gegangen. In der 90. war das Stadion, das Spiel lief noch und das Stadion war halt leer. Ja, das fand ich nicht so gut, weil ich dachte, okay, es wird überall erzählt in der Türkei, ja, stehen die Fans hinter ihrem Club. Die lieben ihren Club und dann gehen die in der 80. oder 90. Stadion halb leer, weil man 1-3 hinten liegt. Bei uns würden sie sagen Erfolgsfans, ich weiß nicht, was man hierzu sagen sollte. Ansonsten geisteskrank, einfach mega geil, dass ich das erleben durfte, dass ich da sein durfte. Könnte ich ohne euren Support nicht. Deswegen vielen Dank. Liebe Grüße auch noch an alle, die das sehen, die dabei waren. Es war mega geil mit euch. Ich freue mich auf die nächsten Spiele und lasst gerne nochmal ein Like da, damit es mehr Leute sehen.
abonniert den Kanal und ja, vielen Dank. Wir sehen uns gegen Darmstadt. Ciao.